Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ach, wie sehr freue ich mich gerade auf die Folge, weil wir es endlich schaffen können, unser ganzes Eisen und alles drum und dran zu verarbeiten. Ja, und alles nur wegen einem dummen Buchstaben. Ich kann es bis jetzt immer noch nicht fassen. Aber naja, so ist das Leben. Manchmal hat man halt ein bisschen Pech. So, wir müssen mal gucken. Einen Bauhammer habe ich nicht zufällig dabei, ne? Nee. Wir werfen mal die 23, ja, ist immer noch zu viel. Eigentlich würde ich mir mal ganz gerne schnell einen Bauhammer schnappen und wir zimmern uns einfach mal fix eine Kiste. Neben den Schmelzofen, dass wir da mal eben ja eine Truhe machen können und unser Eisen da lagern. So, wo haben wir es? Herstellung bauen, verschiedenes. Wo ist die Truhe? Möbel, da, ich werde es mir nie merken. Wo macht man die hin? Wir machen die mal hier drüben in die Mitte. Dann können wir das Zeug hier fix nehmen. Kohle müssten wir, glaube ich, noch genügend haben. Das passt. So, Eisen. Eisen. Ne, das war schon ein fertiges. Hier haben wir es. Sehr gut. Dann lasst uns mal eben schnell die Truhen leer machen. Wie sieht es mit Kohle aus? 5 Stück. Nicht unbedingt pralle. Es wäre eigentlich auch mal Zeit, mal wieder einen zweiten davon zu haben. Und da wir uns ja jetzt auch mit Erzen teleportieren können, könnten wir den auch eigentlich von der alten Basis mal mit rübernehmen. Genauso wie den Kessel und Fermentierer und das kann jetzt alles mal mit hierher. Ach, das macht uns das Leben so viel einfacher. Das ist echt eine schöne Sache. So, wir haben hier, zack, da haben wir nämlich schon wieder 6 Stück. Steine nehmen wir gleich mal raus. Was haben wir denn hier noch? Schlamm, wo habe ich denn das hin? Bei Sonstiges? Aber ist voll. Schlecht, wir brauchen irgendwie noch eine zweite sonstiges Kiste oder wir sortieren mal noch irgendwas anderes mit ein. Bevor ich es vergesse, wir bauen uns jetzt mal noch fix ein Portal. Zack. So, wir haben jetzt hier einmal ABC. ABC ist verbunden, das ist unten die Ebenen. Wir haben den Sumpf, das ist auch die Ebenen, wir nennen das jetzt mal anders. Achso, nee, wenn ich es anders nenne, kann ich mich nicht mehr teleportieren. Ich lerne es auch nie. Wir müssen das Ding jetzt einfach mal noch fix was ist denn los hier? Knochenwaren nennen? Es wird sich verbinden. Ja, okay, ich hatte jetzt schon wieder Angst. Gut, dann haben wir die drei. Wie gesagt, irgendwann so ein kleines Häuschen mit den Portalen drin wäre schon cool. Werde ich mir definitiv mal noch bauen, weil so sieht es halt echt ein bisschen hingeschissen aus. Dann brauchen wir hier Blutsäcke. Warum habe ich denn hier die Sirtlingkerne drin? Weiß auch keiner. Das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Moment, die Moltebeeren. Ach nee, die haben wir schon. 46 Stück haben wir jetzt zusammen. Perfekt. So, Mörlis packen wir einfach mal mit hier runter. Dann haben wir bloß noch Leder und ein bisschen Harz. Leder und hier noch ein bisschen Harz. Und dann sieht es doch eigentlich soweit schon wieder ganz gut aus. Die Kerne können wir natürlich noch wegpacken. So, und den Rubin. Perfekt, dann haben wir das erstmal. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal in die alte Basis. Bauen dort mal das ganze Zeug ab, dass wir es mit hier rübernehmen können. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir hier Kohle hatten oder in der alten Basis. Aber ich glaube, in der neuen war es. Hier ist nichts weiter drin. Ach, Schweinchens, dass ihr alle noch nicht verhungert seid. Es tut mir so leid. Aber naja, ihr findet hier schon irgendwie ein bisschen Löwenzahn, was hier irgendwo rauswächst. So, dann würde ich ganz gerne einmal das Teil abbauen. Wir nehmen auch gleich das Lagerfeuer mit. Wir nehmen den Fermentierer mit. Super, das haut hin. Wir können auch mal hier gucken, aber wir hatten hier gar keine Kiste mit Kohle. Wir hatten hier aber noch relativ viel Fleisch, ne? Ich würde mal so ein bisschen... Was? Ach, Mann. Wir brauchen unbedingt irgendwie stärkere Beine. Wäre cool, wenn man das noch trainieren könnte, so als Fähigkeit mit... da immer mal ein bisschen mehr werden würde. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Erweiterungen gibt. Also ich meine jetzt nicht Mods, sondern eher im Sinne von später beim wie heißt der, Dunkelhändler, Grauhändler, keine Ahnung, ob es da noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, sich cooleres Zeug zu holen. So, wir nehmen das Ding mit, wir nehmen das Ding mit. Jetzt ist die Frage, hat er alles aufgehoben? Natürlich nicht. Gut, das Stein hätten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Egal. Wir nehmen es jetzt einfach mal mit, dass wir alles drüben haben. So, und das noch. So, das war Zinn. Ja, egal. Brauchen wir auch irgendwann mal. Reicht das?
Nö. Reicht das? Ja. Wieder ein bisschen Ausdauer generieren. Wir können nochmal schnell ein bisschen Lebensmittel nachhauen. Und dann hier schnell ab ins Portal. Kann man sich mit seiner Karre teleportieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Hab ich auch noch nicht ausprobiert. Aber wäre zumindest komisch, wenn es gehen würde. So, sehr schön. Ja, eigentlich brauche ich es jetzt noch nicht alles rauswerfen. Zumindest das und das können wir mal rauswerfen. Das Harz noch, 3 Kilo haben wir noch. Dann müssen wir mal noch schnell das Edelholz los. Obwohl, nee, das Edelholz brauchen wir gleich. Surtlingkerne brauchen wir auch. Ah, und jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Verdammt. Wir lassen es jetzt erstmal kurz alles im Inventar, weil wir wollen es ja auch wieder aufbauen. Jetzt ist die Frage, wo haut man das hin? Weil das Ding... Wir haben halt hier diese großen Fenster, das heißt, hier passt nicht mehr wirklich viel hin. Na gut, ein zweiter Schmelzofen würde dahin passen. Dann machen wir den zweiten Kohlenmeiler dort. Machen Kessel und so vielleicht noch mit rein. Dann müssen wir aber auch wieder die Kiste wegnehmen. War ein bisschen doof von mir. Oh Gott, jetzt sind wir richtig beladen. Bau die nochmal ab. Dann bauen wir... Wo haben wir es denn? Schmelzofen, 20 Steine. Achso, die habe ich natürlich hier vorne hingeschmissen. Nein, ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh Gott, wir haben viel zu viel einstecken. Jetzt. Nimm mal das noch mit. So, noch ein Schmelzofen. Wir machen den wieder genauso wie den anderen. Bisschen mittig und so nah ran wie möglich. So vielleicht. Das sieht gut aus. Dann können wir eigentlich mal... Nee, Eisen habe ich schon rausgeworfen. 282 Kilo. Nee, da müssen wir jetzt erstmal noch den Kohlenmeiler bauen. Ich habe immer Angst, wenn das so auf dem Boden rumliegt, dass es irgendwann verschwindet. Deswegen mache ich das eigentlich nicht gerne, aber wir haben gerade keine Wahl. Ich baue den jetzt erstmal hier hin. Das sieht noch nicht schön aus. Da lassen wir uns auch mal noch was einfallen. Aber Hauptsache, wir kriegen jetzt mal ein bisschen das Inventar leer. So, jetzt haben wir wieder zu viel. Ach, Mann. Es ist ein Krampf. So, wir werfen hier nochmal Eisenschrott hin. Reicht immer noch nicht. Noch mehr Eisenschrott. Ich wollte jetzt noch unbedingt einen Kessel bauen. Und einen Fermentierer. Da habe ich die Bronze und Harz natürlich weggeworfen. Und wo ist der Kessel generell? Der ist hier. 10 Zinn. Deswegen hatten wir hier das Zinn. Kessel, Kessel, Kessel. Ich bin ein Blindfisch. Hier. Ist die Frage, ob wir das Portal vielleicht auch nochmal woanders hinbauen. Wir könnten den Kessel zumindest erstmal hier in die Ecke stellen. Und den Fermentierer brauchen wir noch das Bronze und das Harz. So, Bronze und Harz. Der Fermentierer. Hier in die Ecke ist doof. Eigentlich hätte ich es gern nebeneinander. Muss doch erstmal vors Fenster stellen. Ja, komm. Hauptsache, wir haben das erstmal hier. Umbauen können wir das später alles immer noch. Dann quälen wir uns jetzt mal wieder zurück. Also gerade mit den Metallen muss man sagen, die 300 Kilo sind so schnell voll. Das ist echt jenseits von Gut und Böse. Komm, lass mich hier noch um die Ecke. Jawohl. Ich hätte eigentlich auch gleich mal da vorne was reinpacken können. So. Ach, ja, da vorne. Ich muss mich selber erstmal zurechtfinden. Mit unseren neuen Sachen hier. Und einmal noch hier. Und dann packen wir hier auch nochmal 10 Stück rein. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Kohle. Ah, die Kiste war eigentlich schon ganz cool hier. Ich hab's mir gemerkt, bei Möbel. Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen, verdammt. Dann wird sie jetzt wohl erstmal ihren Platz hier finden. So, nimm das. Und wirf mal das hier rein. Cool, da haben wir es doch schon. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir das gemacht haben mit dem Mod, dass wir uns teleportieren können. Wüsste nicht, wie ich noch ohne leben könnte. So, das war noch ein bisschen Kohle hier oben. Den Stein können wir aber noch wegpacken. Das Harz können wir noch wegpacken. Und da müssen wir mal gucken. Wir hatten auf jeden Fall irgendwo noch extrem viel Kohle. Hier. War es sogar in der richtigen Truhe, bin ich gar nicht gewohnt von mir.
Dann hau hier mal alles rein. Rein theoretisch können wir auch mal gucken, weil selbst zwei Stück davon sind immer noch zu wenig. Das dauert halt immer sehr lange. Aber das Gute ist, wir haben Nacht. Das heißt, wir können auch einfach mal so schlau sein und eine Runde schlafen gehen. Da hau ich aber vorher mal noch die 15 Holz hier rein. Dann haben wir auch gleich wieder ein bisschen Nachschub. Und dann gehen wir pennen, dann müsste das morgen früh fertig sein. Dann können wir die nächste Ladung reinwerfen. Und in der Zeit, wo das brutzelt, gucken wir mal, wie wir uns den Meter des Frostwiderstands herstellen. Cool, dass wir das jetzt alles in der Basis haben. Dann brauchen wir nicht andauernd hin und her reisen. Wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir die alte Basis bald gar nicht mehr sehen. Aber da haben wir an sich auch noch relativ viel in den Truhen. Und dann können wir notfalls auch mal ein paar Schweinis schlachten. Wenn gerade Bedarf ist. So, wie immer schlechtes Wetter in Valheim. Eisen, 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 gib mir Eisen. Habe ich noch was einstecken? Nö, das haben wir alles in der Truhe von. So, dann gib mal her hier. Ach komm. Wegen so einem Millimeter, ne? Fies. Echt fies. Nein. Zehn Stück wieder drin. Jetzt schaffen wir es. Ich glaube dran. Ja. So, und hier auch wieder 10, aber ich glaube, hier war die Kohle schon leer. Müssen wir das nochmal kurz wegwerfen. Hoffentlich spült es der Regen nicht weg. Ah, unsere Lebensmittel gehen aber auch zurzeit irgendwie gefühlt ganz schnell leer. So, Metall. Geil, wir haben schon 27 Eisen. Wir können endlich alles aufrüsten. Und dann sind wir definitiv richtig geil unterwegs fürs Gebirge. Ich glaube, dann sollte das nicht das Riesenproblem sein dort. Ich weiß halt nicht, was für Gegner da auf uns warten. Kann natürlich sein, dass da auch ganz, ganz fiese Biester kommen. Es waren nur 16 Kohle. Ich hau bloß noch die Kohle rein und alles, was geht, dass das hier schön brutzeln kann. Und dann gucken wir auf jeden Fall mal wegen dem Met. So, und hier nochmal 20 Stück rein. Können wir das gleich mitnehmen, das mitnehmen. Hier können wir gleich mal die Kohle und den Schrott mit reintun, perfekt. Aber bei so einem Wetter, was will man auch machen? Das ist doch schön, wenn wir hier in der warmen Bude sind und uns ein bisschen mit Kessel und Fermentierer beschäftigen. 29 Stück. So, jetzt zeig mal hier Kessel. Ach so, ja, das, da hat er natürlich recht. Kriege ich den da noch mit oben drauf gezimmert? Könnte es zumindest mal probieren. Jo, das klappt. Cool. Sieht auch gleich doch nochmal eine Nummer geiler aus. Brauchen wir nicht extra ein neues Lagerfeuer. Aber wir kommen ein bisschen beschissen ran. Müssten wir vielleicht eine Seite doch wieder aufmachen. Eigentlich hat es mir jetzt so gefallen. Wenn dann eigentlich die hier hinten, oder? Wenn man reinkommt, dass man es erstmal nicht so dolle sieht. Und von hinten kommt man dann halt ran. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir das auch noch anders. So, Metmischung Frostwiderstand. Wir brauchen 5 Disteln, 2 Blutsäcke, 1 Grauzwergenauge. Auge, Auge, Auge. Sonstiges. Ein Stück davon. Wir brauchten Blutsäcke. Und wir brauchten Disteln. Wir haben bloß 5 Blutsäcke. Und das hat das 5 gekostet oder wie viel waren es? Ne, 2. Okay. Tada, da haben wir unseren ersten Met. Also noch nicht ganz, zumindest erstmal die Mischung. Der kommt hier rein. Ich bin mal gespannt, hoffentlich hält das ein paar Minuten. Nicht, dass das nur 5 Minuten hält, dann müssen wir hier andauernd welche nachkippen. Dann wird das auch wieder ein ganz schön teurer Spaß. Ich hoffe einfach mal nicht, dass das der Fall ist. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz mit euch... Ah ne, wir müssen nicht brutzeln, wir haben noch. Dann kann ich das später mal machen. Hier wieder ein bisschen ordentlich Essen haben. Cool. Jetzt haben wir endlich alles hier drüben in unserer Base, in der neuen. Dann könnten wir schon mal anfangen, die ersten Teile abzugraden in der Zeit, wo das hier drüben noch am Werkeln ist. Wir müssen mal gucken, wie viel Metall kann ich mitnehmen. Wahrscheinlich wieder nicht alles, das ist klar. Schaffen wir es zumindest vorne bis zur Schmiede. Die Schmiede wollten wir... Ich glaube, wir müssen die Schmiede noch verbessern. Kann das sein?
Upgrade Eisenhelm. Nö, geht. Ah, geht nur der Eisenhelm. Für alles andere brauchen wir Schmiede 3. Okay. Na gut, den Helm auf Nummer 2. Wir machen's. 5 Eisen. Und aus 42 hatten wir gerade. 42 Rüstungswert werden 44. Coole Sache. Und für den Rest brauchen wir Stufe 3 Schmiede. Das heißt, ich glaube, da hat uns eine Kette gefehlt. Kann das sein? Schmiedeverbesserung, genau. 4 Ketten. 5 Holz, ja, und da fehlt uns eine Kette. Holz, Bronze, Werkbank. Was haben wir hier noch? 10 Kupfer, 25 Edelholz. Schmiedekühlvorrichtung, 10 Kupfer, 25 Edelholz. Wieso trage ich denn jetzt so viel? Na, leicht. Okay, wir müssen mal gucken, kriegen wir 10 Bronze zusammen? Wir können es ja mittlerweile aus der alten Basis teleportieren, damit ist ja nicht mehr so das große Problem. Packen das Metall nochmal hier rein. Also wir haben hier weder Erz noch fertige Bronze. Das wäre natürlich cool. Ich weiß gar nicht, ob die Schmiede, die wir hier haben, in der Basis, ob die auch schon irgendwie Stufe 2 war. Ob wir da schon so eine Vorrichtung zufällig dran gebastelt haben? Nee, ne? Doch, aber ein Amboss, super, den haben wir drüben auch schon. Na gut, da müssen wir mal gucken. 6 Kupfer, 1 Zinn, 1 Bronze. Wir haben noch Zinn ohne Ende. Das reicht aber im Leben nicht. Das heißt, oh Gott, nee. Wir brauchen ja 2 Kupfer und jeweils 1 Zinn. Also Zinn passt. Hier kriegen wir aber nur 3 raus. Das heißt, wir brauchen noch 12 Bronze. Ist die Frage, wenn ich das hier abreiße, kommt da Bronze raus. Was gab's denn? 5-mal Holz, 2-mal Bronze. Und das Ding hier? 4-mal Stein, 10-mal Holz, 6-mal Kupfer. Ah, es wird auf jeden Fall, wir kommen schon näher ran. Lasst uns mal den... Ach man, wir sind die ganze Zeit aber auch überfüllt hier, ne? Die Bronze Nägel bringen uns nichts, die können wir nicht wieder zurückarbeiten. Na, ja, wir sind ganz, ganz stark überm Limit. Was haben wir hier? 144 Kilo sollte reichen. Nein, nimm's doch. So. Wir gucken mal, wie nah wir rankommen. Ansonsten müssen wir uns halt noch ein paar Bronze holen, aber daran soll es ja jetzt auf jeden Fall nicht scheitern. Ansonsten müssten wir mal gucken. Ich glaube, hier beim Kessel oder beim Fermentierer von eins von beiden war auch Bronze dabei. Vielleicht reißen wir den kurz ab, sobald der Met fertig ist. So, ja, wir sind überladen, ich weiß. Na, komplett falsche Richtung. Ich komme nicht über die Stufe. Doch jetzt. So, wir packen mal alles zusammen. Was haben wir jetzt Schönes? Wir haben... Daraus können wir mit dem Zinn, was wir hier noch unser eigen nennen dürfen, können wir auf jeden Fall noch 6 Bronze rauszaubern. Dann hätten wir 9. War natürlich wieder klar, dass es an einem scheitert. Wie sollte es auch anders sein? Jetzt lasst mal gucken. Der Kessel hat... Nee, der hat nur Zinn gebraucht. Der Fermentierer... Da stecken 5 Bronze drin. Du Sack, wir brauchen dich. Aber der braucht jetzt noch Ewigkeiten. Den abzureißen wäre echt ein bisschen hohl. Nee, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen nochmal schnell... Oh Gott, das schaffen wir in der Folge nicht mehr. Wir müssen aber nochmal ein bisschen Bronze sammeln gehen. Oder Kupfer sammeln gehen. Und zur Bronze verarbeiten. Das sollten wir aber in der nächsten Folge dann definitiv schaffen. Ich schnapp mir jetzt nochmal hier alles Eisen, was wir haben. Wie sieht's denn aus? Wir haben hier alles verbraucht. Ein Kohle ist noch drin und hier ist auch alles fertig und da haben wir noch 3 Kohle drin. Okay, also kriegen wir das mit der restlichen Kohle, glaube ich, alles durchgeprutzelt. Metall. 42 Eisen noch über. So, das Stein können wir mal noch wegpacken. Und dann hauen wir den ganzen Rest jetzt noch mit rein. Machen hier erstmal Schluss mit der Folge. Und dann können wir in der nächsten Folge definitiv alles upgraden, nachdem wir ein bisschen Kupfer gefunden haben. So, und hau hier auch nochmal ein bisschen was rein. 10 Stück haben wir. Achso, ein bisschen doof aufgeteilt. Naja,
Ist egal, wir machen jetzt eh Schluss. Dann kann das hier noch in Ruhe weiterbrutzeln. So, dann haben wir es geschafft für heute. Ich freue mich sehr, wir kommen unserem Ziel immer näher. Das endlich mal alles auf Stufe 2 zu haben. Ach, jetzt wollte ich die Folge mit einem coolen Bogenschuss beenden. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut.